Na, ihr? Ihr wollt eine richtig gute Präsentation für euer Referat zusammenschustern? Dann haben wir hier ein paar Tipps für euch. Als erstes ist es wichtig, dass ihr die Struktur für das Referat schon ausgearbeitet habt. Wie ihr das macht, seht ihr in einem anderen Video von uns. Gut, wie könnt ihr starten? Es ist ultra praktisch, wenn ihr euch einmal ein richtig geiles Template für all eure Präsentationen erstellt. Soll heißen, eine schöne Vorlage mit richtig nicen Standardfolien. Macht voll Sinn, dass ihr euch einmal Zeit nehmt und das Template richtig professionell und geil macht. Das könnt ihr dann bei jeder weiteren Präsentation in der Schule nutzen. So spart ihr langfristig richtig viele Stunden an Formatierarbeit. Ihr müsst es ja nur einmal machen und könnt die Vorlage immer wieder verwenden. Okay, wie könnte eine Standardfolie in eurem Template jetzt aussehen? Erstmal, wenn ihr schon Vorgaben von eurer Schule oder der Uni habt, dann haltet euch am besten dran. Dann könnt ihr da schon mal keine Punkte abgezogen bekommen. Okay, ansonsten mal ein paar Tipps, um das Ding professionell zu machen. Erstmal wichtig, heller Hintergrund und dunkle Schrift. Die Zuschauer müssen den Text ja auch erkennen können. Ihr sucht euch dann eine nice Schriftart für die Überschrift und eine für die Stichpunkte aus. Am besten keine Schnörkelschrift oder so. Eher sowas wie Arial oder Roboto. Wichtig dabei, nehmt maximal 4 Stichpunkte pro Seite, sonst lenkt das Lesen zu sehr ab. Und es wird langweilig. Kleine Daumenregel, ihr solltet immer ein bisschen mehr zu jedem Punkt sagen, als auf der Folie steht. Okay, weiter geht's. Macht die Schriftgröße mindestens auf 30 und die Überschrift noch größer. Nix ist nerviger, als wenn man den Text nicht erkennt. Was auch richtig professionell aussieht, ist eine einheitliche Fußzeile. Schön so, dass die auf jeder Folie wieder erscheint. In die Zeile könnt ihr dann euren Namen, das Datum der Präsentation und den Kurs reinschreiben, in dem ihr das Ding haltet. Ein Logo von eurer Schule ist auch sweet. Ganz wichtig noch für euer Template, nutzt schlichte Übergänge und nicht so ein funky Stuff, wo den Zuschauern schlecht wird. Okay, jetzt noch ein Tipp für alle, die nicht viel Zeit haben und trotzdem eine Hammer-Vorlage wollen. Ihr kennt jemanden, der in einem nicen Unternehmen arbeitet und da auch oft Präsentationen halten muss? Fragt solche Leute einfach mal nach deren Vorlagen. Die sehen oft schon sehr, sehr cool aus und ihr müsst sie nur fix für euch anpassen. So habt ihr innerhalb von ein paar Minuten ein Kick-Ass-Template. Okay, wichtig ist also ein Template mit einem einheitlichen Layout. Wenn ihr das habt, kopiert ihr die Vorlage. Jetzt kramt ihr eure Präsentationsstruktur raus. Die Unterthemen aus eurem Entwurf schreibt ihr dann mit den passenden Stichpunkten in die Folie rein. Viel besser als Text sind jedoch Fotos, Schaubilder und Videos. Bevor ihr Stichpunkte schreibt, am besten immer fragen, könnte ich das auch mit einer Grafik oder einem Video darstellen? Wichtig hierbei, die Medien müssen dem Zuschauer irgendwie einen Mehrwert bieten. Ihr haltet ein Referat über Braunbären. Ist geil, wenn ihr coole Bärenfotos einbaut, so können eure Mitschüler sich auch etwas darunter vorstellen. Wenn ihr Prozesse, wie zum Beispiel Photosynthese, erklären wollt, dann könnt ihr sowas voll gut mit einem Schaubild machen. Wenn ihr euer Thema anhand des Schaubilds ganz verständlich erklären könnt, zeigt ihr, dass ihr es voll drauf habt. Eine andere Sache, die eure Präsi aufwertet, sind Videos. Auch hier gilt, nicht irgendwelche Videos. Die Clips sollen euren Zuschauern auch helfen, euren Stuff zu verstehen. Wenn ihr zum Beispiel in Bio das menschliche Skelett erklären sollt, dann nutzt dafür doch eine Animation. Am besten eine ohne Ton und Text. Die Erklärung macht ihr dann ja selbst und zeigt so, dass ihr es voll drauf habt. Okay, also noch in kurz. Baut euch ein professionelles Template mit maximal 4 Stichpunkten pro Folie und nutzt Fotos, Schaubilder und Videos, um eure Inhalte anschaulicher zu machen. Wenn ihr ein bisschen Inspiration für coole Präsentationen braucht, schaut euch ein paar mehr Videos an. Da probieren wir die Folien auch immer sehr nice und übersichtlich zu machen. Viel mehr Videos gibt's auf unserer App. Haut die Hufen in die Stufen und bis bald!